Die Performance meiner männlichen Models konnte sich bereits sehen lassen. Jetzt bin ich gespannt, wie meine weiblichen Models mit der Herausforderung umgehen. Los geht's mit Fabienne. Und? Fabienne, oh, krasses Outfit. Mega. Sehr interessant irgendwie. Da kannst du direkt mitkommen, wenn du bist dran. Ja, hi. Du rockst das. Wow. Krass. Die Haare auf. Jetzt sage ich die ganze Zeit, ich habe keine Angst vor Höhe, aber wenn ich dann wirklich da oben stehe, dann... Man darf es halt nicht im Gesicht sehen. Also selbst wenn man Angst hat, man darf es halt nicht sehen. Und das versuche ich, gut zu verstecken. Wow. Hi Fabienne. Hi. Ein super Look. Schöne Frisur heute, die gefällt mir. Danke. Was sagst du zu unserer schönen Aussicht heute? Schön. Schöne Aussicht, schönes Wetter, genau. Schönes Styling. Alles stimmt. Alles stimmt doch eigentlich. Oder freust du dich auf den Walk? Ja, ich freue mich auf den Walk. Ja? Ich bin gespannt auf die Höhe. Was hast du dir vorgenommen? Ich habe mir vorgenommen, nicht nach unten zu schauen. Okay. Gar nicht. Also die Jungs haben richtig vorgelegt. Ja. Ne, die haben sich auch richtig coole Posen einfallen lassen da vorne. Ich bin gespannt, was du jetzt so machst. Okay, ich auch. Die Beine sind so krass lang. Die Jungs waren da ein bisschen heftiger in ihren Bewegungen. Ne? Ja klar, die Jungs müssen natürlich auch mal Stärke zeigen. So ja. Bisschen. Ich war vorne bei der Pose, habe mich gerade rumgedreht, wollte zurückgehen. Dann hat der Catwalk gewackelt und dann habe ich aus Reflex runtergeguckt. Und dann dachte ich, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, man hat das mir gar nicht so angesehen. Ich bin dann einfach weitergegangen, aber es war schon so, das Herz schlägt dann auf einmal ganz schnell. Wie war's, Fabienne? Es war interessant. Also tatsächlich habe ich den Fehler gemacht und einmal runtergeguckt. Und dann, wie ging's dir dann? Dann dachte ich mir kurz, oh Gott, es wackelt. Ja, und dann musste ich kurz wieder zu mir finden. Ist schon hoch, ne, wenn du da vorne bist, oder? Es ist schon hoch und ein bisschen wackelig. Also ich muss sagen, die Jungs haben echt vorgelegt. Ne? Die haben sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Ne? Die haben natürlich viel mehr Action gemacht. Man hat schon gemerkt, du warst so ein bisschen verhalten irgendwie. Du hast aber deine Angst dennoch gut überspielt. Und als du gelaufen bist, kam nämlich der Wind. Das habe ich auch gemerkt. Und es hat wirklich noch mal mehr gewackelt. Das stimmt. Ja. Habe ich gemerkt. Hast du gemerkt? Ja. Ich bin gespannt, wie die anderen Girls das machen. Ja. Ja. Danke dir, Fabienne. Okay. Danke auch. Bis gleich. Geschafft. Das ist doch so ein gutes Gefühl, ne? Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Also das Einzige an Kritik, was ich jetzt bekommen habe, war, dass die Jungs vorher natürlich richtig einen draufgelegt haben. Aber ich bin sonst im Reinen mit mir selbst. Okay, mal sehen, wie Xena das jetzt macht. Die steht auch schon da hinten in den Startlöchern. Ich will nicht rausfliegen, Mann. Angst. Mir geht's nicht so gut. Ich habe Höhenangst und mir wird schlecht. Aber ja, ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. Xenia, willst du oder willst du nicht? Wow. Wow is right. Ja. Also ich habe Höhenangst. Ich auch, Xenia. Ich auch. Das Gute ist, ich muss es nicht machen. Hi. Was sagst du dazu? Crazy. Also. Das sind doch nur 100 Meter. Ach, geht. Oder? Man kann ja nur sterben. Ist ja nicht so schlimm. Nee, das wollen wir kannst nicht. Kannst du nicht. Nee, sterben, das wollen wir auf gar keinen Fall. Deswegen wirst du nachher auch angeschnallt. Ja. Ein Stahlseil. Hier siehst du ja auch, guck mal, dieses schwere Ding hier. Also, ich glaube, das hält dich aus. Okay. Oder? Ich hoffe. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wie du das machst. Ich gehe eigentlich gar nicht mit Höhenangst um, weil ich mich einfach nicht in die Höhe begebe so. Aber wenn ich es dann jetzt muss, dann versuche ich, auf die Landschaft zu schauen und nicht nach unten und so zu tun, als wäre der Boden gleich unter mir. Einfach pretenden. Fake it till you make it. Alrighty. Alle fassen ihren Mut zusammen.
laufe und ich denke mir, du bist krass, scheiß auf die Höhe. Und mein Kopf, also ich war auch so, meine Augen sind kurz so runter und dann habe ich sie schnell wieder hoch. Weil ich dachte, nein, du guckst nicht runter, weil du bist auf dem Boden. Es gibt keine Höhe hier. Setzt extrem ihre Hüften ein, ja. Hat einen guten Zug drauf. Ja. Pauline, das war super. Sie nehmen wirklich Hallo? Ihren Mut zusammen und machen das. Bam, ja, bam, sie bam. Kann man schauen. Von Angst keine Spur. Nee, also Angst sieht man nicht. Überhaupt nicht. Wahnsinn. Vielleicht hat sie gar keine Angst. Vielleicht schummeln die auch ein bisschen und sagen, sie haben Angst. Ja, damit wir milde sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die genießt es förmlich. Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich Angst habe. Xenia, du hast doch keine Angst. Ich habe überlegt. Hast du wirklich Angst? Du hast keine Angst. Das hat man nicht gesehen. Also wirklich nicht. Du hast es ja förmlich genossen. Ja, also irgendwie war es voll cool. Ich dachte, es wird gruselig, aber es war gar nicht gruselig. Es sah wirklich nicht so aus, als hätte dir das was ausgemacht, das Ganze. Ja. High Five an mich. Ja, High Five an dich. Absolut. Aber da sieht man mal wirklich, ne? Wenn man eine Runde weiterkommen möchte, springt man auch gerne mal über seinen eigenen Schatten. Ja. Oder? Bist du über deinen eigenen Schatten gesprungen heute? Ich bin über all meine Schatten gesprungen, wirklich. Aber du siehst ganz glücklich aus, jetzt, dass du es gemacht hast, ne? Ja, ich bin voll happy. Also so eine Möglichkeit kriegt man auch nicht. Oder? Finde ich auch. Und ich muss sagen, das sah richtig gut aus. Das sah richtig gut aus. Ja. Danke. Danke dir, Xenia. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Du bist schon wieder abgekabelt. Was? Ja, hast du gar nicht mitgekriegt. Okay. Ja. Danke, tschüss. Tschüss. Lol, ich hab's einfach geschafft. Ich komm nicht klar. Ich dachte eigentlich, dass meine Beine wie Wackelpudding werden, dass ich halt nicht mehr laufen kann, weil das passiert, wenn ich aufgeregt bin oder Angst habe. Aber nein, ich hab's geschafft. Hey, Lea! Ja? Hast du Bock? Ja! Ich meine, die Outfits sind geil. Nur die Outfits? Was ist denn hier mit unserem Catwalk? Der ist spektakulär. Höhenangst macht mit mir, dass ich mir 10.000 verschiedene Wege ausmale, wie ich sterben könnte tatsächlich. Schon wenn ich auf einem Stuhl oder Hocker stehe und ich nicht irgendwie gesichert bin, habe ich Angst, einfach zu sterben. Was hast denn du gedacht, als Linus gestern zurückkam und gesagt hat, Heidi hat mir gerade erzählt, morgen geht's hoch hinaus? Ich habe es versucht runterzuspielen, aber ich hatte sehr große Angst, weil ich halt wusste, dass irgendwann was mit dir anstehen wird. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Als ich gestern noch im Bett lag, ich konnte nicht wirklich gut einschlafen, weil so viele Gedanken in meinem Kopf waren, dass wir irgendwie Bungee-Jumpen müssen, ein Haus runterlaufen müssen. Ich weiß nicht, also das ist ja auch sehr hoch, aber das gehört dazu. Von daher werde ich das rocken. Dann rock das jetzt mal. Viel Glück. Danke. Ich habe komplett Herzrasen bekommen. Ich habe einen Schweißausbruch bekommen. Ich dachte mir nur, Hilfe, ich will nicht hinfallen, Hilfe. Mega-Walker, ne? Jetzt bin ich auf diesem Catwalk und denke mir, okay, ist machbar. Dann sehe ich aber diesen Schritt von, das ist noch fester Boden, da ist der Abhang und ich merke, wie meine Knie einfach versagen. Also meine Beine wurden Pudding. Oh, okay, jetzt. Da konnte ich nicht anders. Da habe ich diese Streben einfach nur genommen. Gar nicht für die Pose, sondern damit ich mich sicher fühle. Oh, okay. Da hat sich bis jetzt noch keiner rangehangen. Und was sagst du? Wie war's? Du hast was gemacht, was alle anderen Frauen noch nicht gemacht haben. Ja. Ja.
das mit den Bändern? Ja, ja. Das stimmt. Ja, also das sah impressive aus. Okay. Dein Bein war ja richtig hoch. Also von Angst hat man nichts gesehen. Oh, okay. Nee. Puh. Hat doch funktioniert. Ja, hat sehr gut funktioniert. Danke dir, Lea. Mega. Ich danke euch. Tschüss. Danke. Man weiß, wenn man Jeremy's Next Topmodel guckt, es gibt irgendwas mit Höhe. Und das war so meine größte Angst, dass ich da nicht überzeugen kann und deswegen halt rausgeschmissen werde. Und deswegen, ja, freue ich mich einfach gerade, dass das jetzt abgehakt ist und ich mir da nicht mehr Gedanken machen muss. Und wie war's? Gut. Also, ich habe gutes Feedback bekommen, aber auf diesen Dingen war es Horror. Ja. Krass. Dein Outfit ist geil. Danke. Ich hatte auch krasse Höhenangst. Ich bin zurückgekommen, ich hatte trotzdem noch so ein Shaken. Sie war echt relativ entspannt. Vielleicht kann man das ja abschalten, wenn Kameras da sind. Ich bin so auf diesem Ding drauf, denke mir so, ja, alles easy, ne? Ja. Lauf so und dann kommt dieser Abgrund. Ich so, aber natürlich nichts anmerken lassen. Ja, aber du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft und ich habe gutes Feedback. Von daher, alles gut. Das musst du nicht mehr hoch. Ich weiß nicht, wie viel Strategie da drin ist, da vorher zu sagen, so, ja, ich habe voll Höhenangst und dann auf einmal abzuliefern, obwohl man ja von Anfang an eigentlich keine Höhenangst hatte. Aber eigentlich, ich glaube, mit sowas scherzt man, sollte man eigentlich nicht scherzen. Hast du dich an den Seilen festgehalten? Ja. Ach so, das fanden Heidi und Kerstin übrigens toll, weil ich die Erste war, die das gemacht hat. Weil ich mir dachte, die geben mir halt. Ich war so vorne. Jeder kennt es von der Schule früher, die Leute, die nach der Klausur gesagt haben, oh, das wird eine 6 und jeder wusste, ey, das wird eh eine 1. Ich war nie einer von diesen Schülern damals in der Schule. Deswegen glaube ich oder hoffe, dass ich nicht jetzt so bin, weil ja, die Leute sind immer ein bisschen nervig. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Jeremy's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.